Steven Seagals Hollywood-Karriere ist recht einsilbig und bietet insgesamt wenig Skandale. Ganz im Gegensatz zu seinem Leben, Hard to Kill, zum Töten freigegeben, Today Judy, halbtot, half past dead, Driven to Kill, zur Rache verdammt, die Liste an martialischen Filmtiteln im Lebenslauf von Steven Seagal 70 scheint unendlich lang. Mit wenigen Ausnahmen, etwa Einsame Entscheidung von 1996, gilt das Motto: Kennst du einen, kennst du sie alle. Seagal zementierte zunächst in A, dann zunehmend in B-Movies einen Ruf als stoische Einmannarmee, so wuchtig und unnachgiebig wie eine Abrissbirne. Bislang zeigte der Star, der am 10. April 70 Jahre alt wird, wenig Interesse daran, diesem Ruf zu entkommen. Sein bislang letzter Film von 2019 hört auf den Namen Beyond the Law, sprich, die Leinwandrache eines Seagal steht auch über 30 Jahre nach seinem Debütfilm Above the Law immer noch jenseits des Gesetzes. Wesentlich spannender, weil vielseitiger, als sein filmisches Schaffen ist ein Blick auf sein Leben abseits der Kamera. Je mehr man sich darauf einlässt, desto mehr wird deutlich, Seagal ist ein wandelnder Widerspruch. Seagal, der friedliebende Buddhist, der Umweltschützer, der Reggae-Musiker. Schon seit vielen Jahrzehnten ist Seagal Anhänger des tibetischen Buddhismus. Doch nicht nur das. 1997 wurde er allen Ernstes von Lama Penur Rinpoche zu einem Trulku ernannt, also zur Reinkarnation eines früheren Meisters. Für einen Bericht von damals wurde die treffende Überschrift gewählt: Der Buddha von einem anderen Planeten. Actionstar Steven Seagal wurde nun offiziell zum Action-Lama gesalbt. Als Buddhist hat er sich dem Pazifismus verschrieben, gleichwohl er in der Kampfsportart Aikido den 7. Denn erreicht hat. Seagal ist Vegetarier, setzt sich für Tier- und Naturschutz sowie für die Menschenrechte der amerikanischen Ureinwohner ein. 1999 wurde ihm für sein Engagement zum Schutz von Elefanten eine Auszeichnung der Organisation PETA überreicht.